Ja, und ich hole Kaffee und auch Kuchen und was ich sonst noch mag, das bekomme ich beim NDR am Nachmittag. Ne? Wir begrüßen sehr herzlich Andreas Neumann, Heinz-Erhard Parodist aus Hannover. Dankeschön. Willkommen bei uns auf dem Sofa. Habe ich noch einen kleinen Reim dran gehängt, ganz unwillkürlich. Also Sie reimen so nett, da schweige ich mal lieber stille. Ne? Das ist ein Pappkamerad, aber er ist auch nicht vom Pappe eigentlich. Ne? Sie inspirieren einen so, Herr Neumann. Jetzt frage ich mich, also über Sie sagt man zumindest, ja. Sie sind der beste Heinz-Erhard-Parodist oder der beste Heinz-Erhard seit Heinz-Erhard. Ist das Naturtalent oder lange, harte Arbeit? Naja, ich bin schon ein bisschen lange auf der Welt. Nein, mein Vater war ja auch schon Parodist. Insofern habe ich das nur vererbt bekommen. Also ich musste gar nicht so viel dafür tun. Es nur entdecken irgendwann. Dass Ihr Vater auch Heinz-Erhard imitiert hat, das war Ihnen ursprünglich gar nicht klar, ne? Nein, ich habe angefangen zu parodieren. Ohne zu wissen, dass mein Vater vor meiner Geburt auch schon Parodist war. Das heißt, Sie haben es gehört, irgendwie schon indirekt im Bauch Ihrer Mutter, mit Sicherheit. Das könnte natürlich möglich sein, ja. Was war denn Ihr erstes Gedicht, was Sie von Heinz-Erhard drauf hatten? Nun ganz kurzes, weil ich erst mal vorsichtig war. Aber es wurde dann immer länger, weil ich die längeren Gedichte schöner finde. Kennen Sie es denn noch? Ich kenne es noch, ja. Fast wäre vom Dach ein Ziegelstein mir auf den Kopf geflogen. Doch es hat nicht sollen sein. Er machte einen Bogen. Ja, schon Schluss. Länger wusste ich nicht. Ne? Man muss lachen, ne? Es geht nicht anders. Ne? Es ist wunderbar. Ja, das kenne ich. Jetzt hätte ich fast vergessen, was ich sagen wollte. Zur Erinnerung haben wir jetzt noch einmal das Original für Sie. Im Übrigen heiße ich nicht nur Heinz Erhard, sondern Sie auch herzlich willkommen. Das ist der alte Heinz Erhard. Er sagt, alles im Leben geht natürlich zu, bloß meine Hose geht natürlich nicht zu. Und das ist der neue. Und auch noch was erzähle, ja, mir ist so feierlich zumute, nicht? Und weil ich heute mal ins Horn der Huldigung da so reintute. Andreas Neumann, der Parodist. Schon mit 12 Jahren hatte er seinen ersten Auftritt. Der richtige Karrierekick dann 1995. Der ehemalige Manager von Heinz Erhard entdeckt Andreas Neumann bei einem Auftritt in Bad Zwischenahn. Ein Künstler ohne Management ist wie ein Stern, den niemand kennt. Ohne ihn, da wäre dieser Himmel ziemlich leer. Horst Klemmer, danke sehr. Aber Andreas Neumann hat nicht nur Heinz Erhard im Gepäck. Wollen Sie nun noch mehr wissen? Na? Jetzt muss ich auch mal was sagen, ja, Carlo. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Ja. Um die Stimmung vielleicht wieder aufzuheizen, wie wär's mit einem kleinen verspielten Witz? Ich nehme diesen Preis nicht an. Liebe Freunde, Carlo, das ist Literatur pur. Andreas Neumann kann noch mehr. Er war schon Sänger, Sprecher, Moderator und Buchautor. Aber irgendwie führte ihn der Weg doch immer zu dem Mann, der um keinen Karlauer verlegen war. Es handelt sich jetzt um Folgendes. Liebe Festgenossen, ganz im Geigentil. Sizilium, ganz stinkelig. Pief. Instinktiv, ich bin völlig verstreut. Ich habe mich heute hier hinter diesem Blatt Papier versammelt, um keines vor den Mund zu nehmen, sondern um aus vollem Herzen einen Mann zu ehren. Er sitzt da, kann sich ja nicht wehren. Andreas, danke, mein Alter. Manche Zuschauer sagen, er sei der beste Heinz Erhard seit Heinz Erhard. Ein besseres Kompliment kann es ja eigentlich gar nicht geben. Ja, und jetzt sitzt er hier bei uns auf dem Sofa, Andreas Neumann. Also der beste Heinz Erhard seit Heinz Erhard, sagen manche Leute. Was sagt denn die Familie von Heinz Erhard dazu? Ja, seine älteste Tochter nennt mich auch zuweilen Papi. Das hat mich auf der einen Seite im Moment erschreckt, aber ich dachte, es ist doch etwas Besonderes, wenn das so gesagt wird. Also ein Kompliment, ne? Dann ist die Parodie wahrscheinlich besonders gelungen. Und eben als wir den Film gesehen haben, sagt Herr Neumann, ach, da habe ich mich ja selber ausgetrickst. Haben Sie wirklich kurz gedacht, es sei der echte gewesen? Ich habe jetzt nicht, also wenn ich hingesehen hätte, hätte ich so für eine Sekunde. Also ich möchte nun auch, ich weiß schon, wer das Original ist, wer was kann und wer Parodist ist. Das Original hat ja immer diesen klassischen dunklen Anzug angehabt. Warum haben Sie jetzt nicht... Ja, das Original hat ja schon bei Schwarz-Weiß Fernsehen gemacht. Und da ich bei Schwarz-Weiß ja nicht weiß, dachte ich, blau.
bauen. Ne? Das ist mein Blaumann, ich muss ja hier was arbeiten. Ne? Und alles in Ton. Dafür bezahlt man Rundfunkgebühren. Ein wunderschönes Outfit, Herr Neumann. Danke sehr. Ton bis in die Socken, muss man mal kurz sagen. Was Sie nicht sehen, alles Ton in Ton an dem Mann. Ganz toll. Perfekt durchgestylt. Aber warum haben Sie nicht das gleiche Styling wie Heinz Erhardt? Ja, ich würde so ein bisschen flatterhaft drin aussehen, weil Heinz Erhardt etwas voluminöser ist vorne. Also bei 3D wäre es perfekt, bei mir ist es eher ach je. Ne? Ach je, je. Ja. Das wird sein. Als die Familie von Heinz Erhardt Ihnen zugesehen hat, war das nicht besonders flatteriger Moment für ja, Sie? Ja, es war für mich sehr, sehr aufregend. Das strengste ja. Publikum, was man haben kann da, das oder? Das strengste Publikum. Es gibt ja nur sehr viele Kinder und die Kinder haben natürlich auch schon wieder Kinder von Heinz Erhardt. Also die ganze Reihe saß mit der Familie Erhardt und erst haben sie geweint und danach hat mich dann Grit Berthold, die älteste Tochter von Heinz Erhardt, in den Arm genommen und sagte, danke, dass Papi heute Abend wieder da war. Das Buch hat eine Geschichte in dem Zusammenhang, was Sie uns mitgebracht haben, stimmt das? Ja, das Buch habe ich von Grit Berthold geschenkt bekommen. Ein wunderschönes, originales. Genau, 1971, die Zweitauflage, das Original ist 1970 rausgekommen und das ist schon ein bisschen geklebt, damit es mir nicht zerfleddert auf der Bühne. Aber das benutze ich halt auch, wenn ich auftrete und ich mache ja manchmal genaue Zitate, manchmal denke ich mir auch was aus, je nachdem, was mir so einfällt. Wir denken uns auch manchmal was aus, Herr Neumann. Für Sie haben wir uns Folgendes ausgedacht. Ja. Ganz knallhart wollen wir jetzt knallhart. Das Original mit der im besten Sinne Kopie kontrastieren. Und zwar das Ei des Kolumbus. Mhm. Können Sie in- und auswendig. Heinz Erhardt konnte es auch in- und auswendig. Der fängt an und Sie machen dann weiter. Ja. Bereit? Okay. Alles klar. Als Kolumbus von seiner Amerikafahrt nach Spanien heimkam mit Gold und mit Bart und hoch geehrt und umjubelt schritt durch die Hauptstadt des Landes, ich glaube Madrid, blickte er plötzlich da drüben rechts eine hübsche Person femininen Geschlechts. Bei ihrem Anblick, was war schon dabei, entschlüpfte ihm was, und zwar das Wörtchen Ei. Also seitdem sind sich die Forscher darüber klar, dass das Ei des Kolumbus war. Unfassbar. Wunderschön. Unfassbar. Wunderschön. Wir haben es nicht geprobt, wir haben ihm nur gesagt, dass ich hatte auch Angst, wollt. Dass ich es nicht weiß. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, das lassen wir weg, das machen wir später mal. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Was fasziniert Sie an Heinz Erhardt? Sie haben ja als kleiner Junge angefangen. Ja, die Herzlichkeit, die Ausstrahlung, der Charakter, die Herzlichkeit. Und es ist schön, dass man heutzutage, wo es ja auch Künstler gibt, die vielleicht nicht ganz so elegante Texte formulieren, dass man auch noch mit ganz einfachen Herzlichkeiten, also ich schaffe das doch meistens, das Publikum damit zum Lachen bringen kann. Gibt es gewisse Parallelen auch zwischen Ihnen und Heinz Erhardt? Der ist ja so ein bisschen... Wir sind Brillenträger und tragen unser Haar sicherlich offen, aber... Das Ganze entstand ja so ein bisschen auch aus einer Paddeligkeit. So, ne? Aus so ein bisschen... Ja, obwohl es, glaube ich, sehr gut überlegt war. Also... Unvorbereitet, wie wir uns so haben, überlegen wir uns schon, an welcher Stelle wir etwas hilflos manchmal wirken können. Gut, wenn man dann wirklich einmal hilflos ist, dann weiß ja keiner, ob das jetzt echt ist oder gespielt. Paddeligkeit, ich kannte das Wort gar nicht. Was Paddelig heißt das? Das ist Norddeutsch, ja, ja. Man kann ja auch ins Rudern kommen, da ist man ja auch schon im selben Boot. Ne? Ach, das ist ja eine gleiche Wortgruppe, Paddeligkeit. Ja. Super, wunderschön, wunderschön. Ja. Womit wollten wir weitermachen? Wir wollten die Menschen auf der Straße fragen. Absolut. Was ja. Sie dann gehen wir jetzt mal raus, nicht? Diese Faszination Heinz Erhardt, der erliegen ja so viele Menschen, dass auch ganz viele seine Gedichte auswendig kennen. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal eins auswendig gelernt. Und den Menschen auf der Straße geht es bestimmt auch so. Wir haben uns mal umgehört. Welches Gedicht von Heinz Erhardt lieben Sie? Ein Lieblingsgedicht direkt nicht, aber ich kenne so etliche Sachen von ihm, die ich also alle super finde. Ja, da gibt es eins mit dem Schnaps oder so. Und wenn ich mal traurig bin und so weiter, ne, trinke ich noch ein Korn. Ja, ja. Lass uns von Tonne zu Tonne eilen und dem Müll eine Abfuhr erteilen. Jetzt auf die Schnelle fällt mir gerade keins ein, aber ich habe es sehr gern angeschaut. Ich kenne Heinz Erhardt, ja, aber ich kenne leider kein Gedicht von ihm. Die Made. Hinter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinder. Der Vater, den sie hatte, fiel vom Blatte und diente so auf diese Weise einer Ameise zur Speise. Also das kann ich jetzt so nicht sagen, aber wenn ich ihn höre, dann lache ich da immer drüber, wenn er was sagt. Das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle. Manchmal endet es auch in einer solchen bei Strolchen. Unglaublich. Also wenn man von Heinz Erhardt spricht, dann kriegt jeder ein Lächeln ins Gesicht. Ja, ne? Das ist jeder doch schön. Ist irgendwie total begeistert von ihm und er ist echt total positiv besetzt. Also selbst als Parodist bekommt man das Lächeln, was mich doch sehr glücklich macht. Mhm. Gibt es irgendeinen Comedian, der ihm, also aktuelle Comedians, der ihm oder die ihm das Wasser reichen kann? Ich glaube nicht, dass er das trinken möchte. Nicht so. Nein. Ja, siehst du ja doch, wie Heinz Erhardt. Das ist immer schwierig, mit ihm ernsthaft zu sprechen. Ne? Und das geht nicht. Schon, aber das möchte ja kaum einer.
So, jetzt wird es aber ernst. Wir wollen Sie noch einmal testen. Gut. Wir haben es eben schon ein bisschen gehört. Und zwar gibt es Ritter Fips, das Gedicht von Heinz Erhardt. Das spielen wir jetzt noch mal an. Es gibt ganz viele Ritter. Und sein anderes Ende. Das müsste ich eigentlich noch, ich erinnere mich. Wunderschön. Versuchen wir. Auch das haben wir nicht geprobt. Jetzt hier den Ritter Fips. Und dann hören wir Andreas Neumann, wie er das fortführt. Es stand an seines Schlosses Brüstung der Ritter Fips in voller Rüstung. Da hörte er von unten Krach und sprach zu sich, ich schau mal nach, und lehnte sich in voller Rüstung weit über die besagte Brüstung. Hierbei verlor er also bald zuerst den Helm und dann den Halt, wonach verfolgend stur sein Ziel er pausenlos bis unten fiel. Und dort verlor er durch sein Streben als drittes nun auch noch das Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. Das Ganze hat doch so eine Schlussfolgerung. Hat er bestanden, oder? Ja, lassen wir durchgehen. Die Schlussfolgerung sparen Sie sich gerne. Die lassen wir weg. Ich möchte ja noch mal zu Gast sein. Du merkst, falls fallend du vom Dach verschwandest, so bremst du, bevor du unten landest. Das machen wir immer zusammen. Wunderbar. Sie haben noch andere Auflage, andere große Namen, die Sie parodieren können. Wen hätten wir dann gerne noch mal gesehen? Eigentlich Heinz Rühmann. Na ja, als Heinz Rühmann habe ich ja auch im März Geburtstag. Könnte ich ja noch mal vorbeischauen mit allen Komfort. Bitte. Und was ist mit der norddeutschen Prominenz, Inge Meisel zum Beispiel? Was wollen Sie denn? Es ist doch schon so spät, mein Gott. Das könnte man denn noch Theo Lingen immer wieder gerne genommen. Reizen, dass ich Sie beide sozusagen und ganz im TV, gnädige Frau, hervorragend. Was muss man eigentlich mitbringen, um von Ihnen parodiert oder imitiert zu werden? Also können Sie jeden imitieren? Na, jeden möchte man ja auch, glaube ich, gar nicht. Also bei den Künstlern, die ich mir ausgesucht habe, ist das eine Bewunderung und dass ich gerne mit der Stimme und dem Charakter arbeite. Aber man möchte ja nicht unbedingt in jemanden hineinschlüpfen, den man vielleicht gar nicht so ausstehen kann. Das heißt, wir beiden werden auch dann... Jetzt magst du aber was. Jetzt, das würde ich mich gar nicht trauen. Also gegen Sie würde ich ja völlig blass aussehen. Nee, das geht nicht. Nein. Da sagen Sie was. Sie sind auf Tour, Herr Neumann, im Norden. Wir können noch ein paar Termine Ihnen nennen. Kleiner Service am Rande, aber wichtiger. Ja, sagen Sie mir mal, wo ich bin. Passen Sie mal auf, wissen Sie, wo Sie sind? Am 19.03. in Petershagen, am 25. und 26.03. in Nordhorn. Und was haben wir noch? Am 7.04. in Northeim. Zum Beispiel. Und dann geht es noch weiter? Es geht immer irgendwie weiter. Ich bin ständig auf Tour, aber das kann man rauskriegen, bin ich ganz sicher. Aber Sie können sich jetzt schon mal drauf einstellen, jetzt wissen Sie es ja. Und wo wir Sie jetzt gerade schon haben, würden Sie uns helfen bei unserem Quiz? Ich helfe Ihnen bei Ihrem Quiz, wenn ich das kann. Wir suchen die Tagesleuchte des Nordens bei unserem Nachmittag-Quiz mit der Unterstützung von Andreas Neumann. Der Mann, der zum 101. Geburtstag von Heinz Erhardt auf Tour geht demnächst und auch im Moment schon zum Teil ist, der wird die Quizfrage Ihnen heute vorlesen aus berufenem Munde. Ja, es, hinter eines Baumes Rinde wohnt die A. Schabe mit der Winde, B. Made mit dem Kinde, C. Raupe mit Gerlinde, D. Assel in der Linde. Ja, mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Aus Ihrem Mund klang alles vier, als wäre es original. Die glauben Sie nicht, nur eins ist richtig. Nur eins, das ist wichtig. Ja, jawohl. Und wenn Sie wissen, was richtig ist, dann gehen Sie ans Telefon und wählen Sie die Nummer 01375 95 4000. Mit ein bisschen Glück kommen Sie dann durch und können vielleicht auch etwas gewinnen. Und zwar... zur besten Kaffeezeit diesen schicken Kaffeeautomat. Heute unser Tagespreis, wenn Sie wissen, wie das berühmte Gedicht von Heinz Erhardt weitergeht, was uns Andreas Neumann eben zum Teil vorgelesen hat. Dieser schicke Kaffeeautomat, heute Ihr Tagespreis. Und dann haben wir noch einen Wochenpreis. Richtig, für all diejenigen, die in der Woche nicht durchgekommen sind, gibt es immer noch den Wochenpreis. Der wird heute dann rausgehen. Das ist dieses Blu-ray-Set. Und ein Blu-ray-Player, dieses Blu-ray-Set, das ist mit ein paar Blu-rays, also nicht DVDs, sondern super edle, beste DVDs mit Top-Qualität zum Thema Planet Erde. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Andreas Neumann. Er hat uns zurückgebeamt in die Zeit von Heinz Erhardt. Herzlichen Dank dafür. Ich danke, dass ich hier sein und beamen durfte. Danke für Ihren Besuch und viel Erfolg bei der Tour. Ja, ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Ne? Danke.